Ja, herzlich willkommen bei Psion Park Video, dem Smartphone-Kanal von Comnetworks, hier auf YouTube. Ja, meine lieben Zuschauer, ich freue mich zunächst einmal über dieses riesige Feedback. Ich freue mich über all eure Fragen und ich freue mich, wenn ich diese weitgehend zufriedenstellend beantworten kann. Ich habe viele Fragen dahingehend beantwortet, dass ich es natürlich in manchen Situationen auch nicht hundertprozentig weiß, sondern aufgrund diverser Erfahrungen halt auch mal aus der Hüfte schieße. Gerade die Fragen, die die Updates betreffen von der Samsung Galaxy S2 Testfirmware, die herauskam. Und da sind viele Fragen gekommen und in den meisten Fällen, so wie ich das bis jetzt auch beantwortet habe, habe ich recht behalten. Und das ist eine Sache, da sehen wir dann auf Sam Mobile dann nochmal vielleicht eine kleine Bestätigung. Und zwar Sam Mobile, sprich Samsung, macht jetzt Nähköpfe. Das heißt, die Testfirmware, die bekommt quasi jetzt ihr Update. Beziehungsweise alle vorherigen Versionen bekommen jetzt möglicherweise ihr Update. Die Testfirmware war ja quasi wie eine Beta-Version. Man konnte sie drauf machen, musste es aber nicht. Und ja, für die Leute, die es drauf gemacht haben, die Garantie wird davon nicht beschädigt sein. Das heißt, ihr werdet weiterhin natürlich Garantie auf euer Smartphone haben, sobald ihr es nicht anderweitig mit Gewalt versaubeutelt habt. Da gibt es ja dann auch genügend Situationen, wie man sowas machen kann. Aber bis jetzt scheint ja alles gut gegangen zu sein, was mich sehr freut. Und die meisten haben dann auch gesagt, dass mit dem Video schön geklappt hat. Freut mich für alle und hilft mir da auch weiterzumachen, wo andere aufgehört haben oder wo man einfach nochmal was erwartet hat. Ich denke hier an den Atomhamster, an den Yannick, der sich große Mühe gegeben hat, der ganz fantastische Videos gemacht hat, seine Samsung Galaxy S2 Tagebücher, Tag 1 bis 17, waren wirklich sehr, sehr nett anzusehen, sehr informativ, sehr schön gemacht. Und wir haben alle eigentlich darauf gewartet, dass der Yannick dann irgendwann mal einen Tag 18 rausbringt. Das ist aber bis jetzt leider nicht dazu gekommen, was mich, wie gesagt, dazu inspiriert hat, da irgendwo ein bisschen weiterzumachen und zu sagen, okay, es ist zwar noch nicht tot. Der Yannick, der hat dann mit dem S3 und mit seiner Shisha ist ja beschäftigt, aber das S2 ist nicht tot, es ist nach wie vor ein Top-Handy und bietet eigentlich uns alles, was wir im Grunde genommen brauchen. Und es ist auch von Samsung eine neue Variation rausgekommen, die auch im Kern auch dieses S2 wieder beinhalten. Und da wird es noch viel Stoff geben, hier auch für unseren Kanal, und es wird noch viel zu berichten geben. Ich habe euch ja versprochen, dieses Jahr wird doch ein mehrfaches an Clips hier auf dem Kanal wiederzufinden sein. Das heißt, es werden öfters Clips gemacht und die euch darüber informieren, was ist los, was gibt es für neue Geräte. Nicht nur über das Samsung Galaxy S2, auch über andere Sachen. Und ich freue mich natürlich ebenso wie das Feedback über den Tag 2, den ich gemacht habe in meiner großen Galaxy S2 Serie. Da hatten wir in Teil 2, das ist ja scheinbar das beliebteste Stück. Es betrifft nicht nur das S2, sondern auch andere. Und ich freue mich halt über Feedback von euch, über Kritik, über gute, über schlechte. Schlechte kann ich dann besser machen, gute kann ich dann weitermachen. Vielleicht auch ein paar Sachen aufgreifen, die euch beschäftigen und euch da vielleicht mit Antworten
dienlich sein. Mir macht es auch Spaß, die oder andere Sache einfach herauszufinden für euch, um da ein bisschen Klarheit zu fangen. Wenn ich euch damit ein bisschen helfen kann, freut mich das umso mehr. Ja, Samsung, um da zurückzukommen, macht ja das Update auf die Testfirmware beziehungsweise auf alle anderen Firmwares. Wir haben hier einmal jetzt haben wir hier keine Netzverbindung. So, da müssen wir die erstmal wieder herstellen. Hatte ich die Netzverbindung abgeschalten, weil ich festgestellt habe, dass hier auf dem S2 Screencast es schon mal ins Stocken kommt. Das heißt, zwischendurch werden schon mal ein, zwei Buchstaben oder vielleicht mal ein Wort verschluckt. Woran das liegen, kann jetzt im Detail, kann ich jetzt im Moment noch nicht mal beurteilen. Ich habe gleich Videos ähnlich auf dem Huawei mal vorbereitet und da ist kein Stocken drauf. Ich vermute mal, dass das zum Teil vielleicht hier an der Firmware, an dem Jellybean mitliegt. Mit Sicherheit sagen kann ich es allerdings nicht. Wir versuchen jetzt nochmal die Seite aufzurufen, die sich dann gleich auch aufbauen wird. Da haben wir es auch schon. Das ist Samfirmware, der offizielle Blog von. Und wir schauen einmal runter und sehen eigentlich noch nicht, die ich euch zeigen wollte. Wir wählen hier einmal den Typ aus, wählen Smartphone. Android ist das Betriebssystem, auch klar. Wir wählen weiterhin das GTI 9100 Galaxy S2, also die Nicht-G-Version, auch nicht die M, sondern ganz oben, so wie ihr es hier seht. Die wählen wir aus. Und schauen uns die 10 letzten Versionen an, senden das Ganze ab, die Seite aktualisiert sich und was sehen wir da? Erstmal viel kleine Schrift, die wir so nicht entziffern können, das macht aber nichts. Hier können wir es ein bisschen größer machen. So, hier sehen wir einmal zu oberst Spanien. Und zweimal China, einmal in der Mobile-Version. Was das jetzt direkt bedeuten soll, kann ich jetzt auch nicht sagen. Spanien und China sind, so wie wir rechts an den Android-Version sehen, 4.1.2. Die ersten Leute, die in den Genuss jetzt von dem Jellybean-Update kommen. Das heißt, Spanien und China steht die offizielle Jellybean-Version jetzt zur Verfügung. Also nicht mehr die Testfirmware, sondern das offizielle Update. Und wie ich bereits auch im Videoblog schon beantwortet habe, wird es hier auch dann in dieser Version, soweit sie dann installiert ist, auch ein Keys-Update möglich sein. Dazu muss es allerdings dann erstmal installiert werden. Das werden wir, wenn ihr wollt, gerne wieder gemeinsam machen. Diesmal vielleicht nicht ganz so ausführlich. Für diejenigen, die die ausführliche Variante möchten, die können ja dann darauf zurückgreifen. Aber das sehen wir dann in unserem nächsten Videoclip. Wie gesagt, hier auf jeden Fall Keys Updates scheinen, wie ich schon richtig gedacht habe, möglich zu sein. Und allerdings noch nicht in unseren deutschsprachigen Raum. Da müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Ich werde euch darüber auf den Lauf halten. Sobald ich da Infos zu habe, werde ich das Ganze kurz abstecken und dann möglichst schnell euch da Infos versorgen. Und bis hierher wollen wir erstmal belassen. Ihr und ich, wir möchten uns dann jetzt gemeinsam darauf freuen, dass die
Variante gerade für unseren deutschsprachigen Raum jetzt möglichst bald rauskommt. Das gilt natürlich auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland wohnen, sondern auch an alle Deutschsprachigen, die jetzt irgendwo im Ausland verteilt sind. Die betrifft es ja letztendlich genauso. Die werden sich möglicherweise auch hier die deutsche Version draufknallen wollen. Und wir dürfen alle sein, was das jetzt, wann es denn jetzt endlich soweit ist. Wie gesagt, ich werde euch darüber berichten und freue mich bis zum nächsten Videoclip. Und bleibt mir gewogen. Und wie gesagt, weiterhin vielen lieben Dank für das tolle Feedback auf dem Kanal. Ich finde es einfach großartig. Es freut mich allerdings auch, wenn ich euch helfen kann, in welcher Form auch immer. Gerade hier Sachen von Tablets und so weiter. Bleibt mir gewogen. Wir sehen uns die Tage. Freut mich. Tschüsschen, euer John.